Am 13. September sind Kommunalwahlen, auch in Bocholt. Warum ich mich dafür interessiere? Weil es dabei um Themen geht, die mich direkt betreffen. Es geht um Wohn- und Gewerbegebiete, Straßen und Radwege, um den Bau von Kindergärten und Schulen, die Gestaltung der Innenstadt, um Kultur, Sport und vieles mehr. Kurz, es geht um die Lebensqualität in Bocholt. All diese Entscheidungen trifft der Stadtrat und ich entscheide mit meiner Stimme mit, wer in den Stadtrat gewählt wird. Außerdem wähle ich die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister. Sie oder er übernimmt den Vorsitz des Stadtrats, leitet die Verwaltung und repräsentiert meine Stadt bei Gremien und Veranstaltungen. Übrigens, die Bürgermeisterwahl muss eindeutig sein. Falls keine oder keiner der Kandidaten über 50% der Stimmen erhält, kommt es 2 Wochen später zur Stichwahl. Und die beiden mit den meisten Stimmen treten wieder gegeneinander an. Dann kann ich nochmal wählen. Außerdem kann ich bei der Kommunalwahl 2 weitere Kreuze machen. Mit diesen Kreuzen bestimme ich, wer in den Kreistag gewählt wird und wer Landrätin oder Landrat wird. Auch der Integrationsrat wird am 13. September gewählt. Also, mit meiner Stimme kann ich viel verändern. Jede Stimme zählt. Weil die Wahl so wichtig ist, dürfen viele Menschen wählen. Jede und jeder Deutsche und EU-Bürger ab 16 Jahren, der seit mindestens 16 Tagen seinen Hauptwohnsitz in Bocholt hat, darf am 13. September wählen gehen. In Bocholt sind das ca. 59.000 Menschen. Auf der Wahlbenachrichtigung erfahre ich, wo mein Wahllokal ist. Natürlich bringe ich meine Wahlbenachrichtigung und meinen Personalausweis mit. Wenn ich am Wahltag nicht in Bocholt bin, ist das auch kein Problem. Ich wähle einfach vorab per Briefwahl. Bei der Kommunalwahl 2020 entscheide ich über die Zukunft meiner Stadt. Kommunalwahlen 2020. Ich hab die Wahl.